In Hessen wird fleißig gelockert. Nach den Wochen der Corona-Krise kehrt wieder ein Stück Alltag in unser Leben zurück. Klar, einige Einschränkungen wie die Maskenpflicht und das Verbot von Großveranstaltungen werden uns wohl noch eine Weile verfolgen. Aber wir wollen jetzt schon mal ein bisschen zurück und auch ein Stück nach vorn schauen. Mittelhessen und die Corona-Krise in drei Teilen. Heute in Teil 1, wie alles begann. Am 28. Januar hatte Deutschland seinen ersten Corona-Fall, und zwar in Bayern. Währenddessen haben sich die mittelhessischen Krankenhäuser und Gesundheitsbehörden aber auch schon mit dem Coronavirus beschäftigt. Grundsätzlich sind alle Krankenhäuser in Hessen darauf vorbereitet, Erkrankte mit neuen Infektionskrankheiten versorgen zu können, sagt Ute Hiller, leitende Ärztin der Hygieneabteilung der Lahn-Dill-Kliniken damals. Der Solmser Mediziner Georg Müller, ärztlicher Direktor von Humedica, und der Weilburger Patientenanwalt Burkhard Kirchhoff dagegen glauben aus verschiedenen Gründen nicht, dass wir gut auf das Virus vorbereitet sind. Schlechte Kontrollen an Flughäfen und mangelnde Krankenhaushygiene sind nur zwei dieser Punkte. Knapp einen Monat später, am 27. Februar, wird in Mittelhessen der erste Corona-Fall bestätigt. Ein 31-Jähriger aus Wetzlar, der in der Lombardei in Italien unterwegs gewesen war. 20 Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Am nächsten Tag gibt es in Wetzlar eine große Pressekonferenz. Dabei tritt unter anderem der Marburger Virologe Stefan Becker vor die Kamera und wagt schon mal eine kleine Prognose. Wir wissen über dieses neue Virus einfach zu wenig, als dass wir da jetzt völlig beruhigt sein können und uns zurücklegen können. Wir müssen da einfach aufmerksam sein für diese neue Situation. Und wir müssen aber auch gleichzeitig daran denken, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Fälle eben mild verläuft und die Leute eben nicht schwer erkranken. Ja? Und das wird für die meisten von uns genauso sein. Es wird einige Menschen geben, die erkranken schwer. Und möglicherweise gibt es auch, oder wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die daran sterben. Und das sind dann besonders solche, deren Immunsystem eben nicht mehr gut funktioniert. Anfang März wird Südtirol zum Corona-Risikogebiet erklärt. Und das hat Folgen. Dort veranstalten drei mittelhessische Schulen nämlich gerade Skifreizeiten. Insgesamt 150 Schüler, Lehrer und Begleitpersonen der Fronhäuser-Goldbach-Schule, der Lahntalschule Atzbach und der Jakob-Mangold-Schule Weilburg müssen nach ihrer Rückkehr in Quarantäne. Das Coronavirus hat sich aber glücklicherweise keiner von ihnen eingefangen. Dieses Video und auch die folgenden beiden Teile sollen euch einen groben Überblick über die Ereignisse der letzten Monate geben. Wenn ihr euch noch einmal tiefer einlesen wollt, ist das natürlich kein Problem. Wir haben in der Videobeschreibung für euch einen Artikel verlinkt. Darin findet ihr alle Texte zu den Themen, über die ich gerade gesprochen habe. Wenn ihr über Instagram zuschaut, findet ihr diesen Artikel über den Link in der Bio. Klickt euch rein. Und beim nächsten Mal in Teil 2, wie alles zum Stillstand kam.